Heute sprechen wir darüber, warum du trotz guter Noten immer noch unglücklich bist. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und so sehr wir diesen Traumabiturschnitt auch wollen und so sehr du dich dementsprechend auch anstrengst, gute Noten zu schreiben und vielleicht auch sogar schon gute Noten schreibst, wirst du vielleicht trotzdem manchmal feststellen, dass du nicht glücklich bist. Und das gilt jetzt sowohl für diejenigen, die schon gute oder sehr gute Noten schreiben, wo sie gesagt haben, oh, die will ich mal schreiben, und sie schreiben sie mittlerweile schon. Und auch an diejenigen, die noch vorhaben, irgendwie ihre Noten entsprechend stark auch zu verbessern. Denn es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr unbedingt, unbedingt verstehen solltet. Und zwar, in dem Moment, wo ihr die Noten schreibt, wo ihr das Gefühl habt, boah, die wollte ich immer schreiben, ist das noch lange kein Grund, warum ihr deswegen dann mehr glücklicher sein solltet, als ihr es jetzt im Moment seid. Und das ist so eine große Falle, in die so viele Menschen tappen, und ich möchte euch selbst einfach nur davor bewahren. Es kann auch sein, dass ihr das einfach einmal selbst erlebt haben müsst, ja, um es wirklich zu verstehen, aber hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal diese Warnung. Oder auch ein Verständnis euch selbst gegenüber, warum ihr trotz guter Noten euch aktuell noch gar nicht glücklich fühlt. Denn das Problem ist, nichts im Außen kann irgendwas, was hier innen ist, wirklich wahrhaft kreieren. Ja, ihr könnt natürlich euch über eine gute Note freuen. Natürlich. Ja, jeder freut sich über eine gute Note. Und natürlich ist man stolz. Natürlich geht es halt auch an dem entsprechenden Tag gut. Man denkt sich, wow, geil, yeah. Ja, aber tiefes Glück kommt niemals von irgendeiner äußeren Sache. Ja, das kennt ihr vielleicht auch, diese klassische Sache, Leute verdienen irgendwann viel Geld, ja, und merken dann, oh, irgendwie bin ich trotzdem nicht glücklicher. Oder Leute werden Fame und merken auf einmal, oh, irgendwie ist das gar nicht so besonders. Dieses klassische, irgendjemand wird ein Star und realisiert dann, irgendwie ist das alles hohl. Ja, da ist irgendwie kein wirkliches Gehalt dahinter. Und das liegt einfach daran, weil äußere Dinge, das ist immer eine Sache, die kannst du nur auf dich draufpacken. Versteht ihr, was ich meine? Eine gute Note, das ist immer nur eine Erweiterung von euch. Ja, Geld ist immer nur eine Erweiterung von euch. Eine Identität oder einfach ein Status und so weiter. Es ist immer nur eine Erweiterung von euch. Aber egal, wie viele Erweiterungen du draußen hinpackst, ja, und auch wenn du jetzt alle 4,5 Jahre in der Oberstufe perfekt 15 Punkte durchschreibst, dann ist das auch nur eine sehr starke, vielleicht sehr gute, aber trotzdem nur eine Erweiterung von dir. Und es ändert niemals irgendwas daran, was wirklich hier tief in dir ist. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du sollst nicht deswegen aufhören, gute Noten schreiben zu wollen, weil es dich nicht glücklich machen würde. Natürlich macht es Sinn, gute Noten zu schreiben. Und du sollst auch gute Noten schreiben wollen. Und natürlich werden dir die guten Noten ein gutes Abi bescheren und dann auch viele, viele Möglichkeiten dir öffnen und vielleicht auch einfach dein Traumstudium möglich machen. Ja? Aber das Wichtige ist, dass du nicht glaubst, dass wenn das passiert, dass du dann glücklich bist. Das ist die eine große Falle. Menschen denken immer, wenn XY passiert, dann bin ich glücklich. Und da bin ich auch selbst in der Vergangenheit so oft reingefallen. So oft. Und ich hoffe einfach, dass ich nie wieder in diesem Leben auf diese Falle reinfalle. Und ich bin mir sicher, ich werde es tun. Weil dir ist es vielleicht gewissermaßen auch bewusst, aber wir fallen immer wieder in diese Fallen. Weil wir sie nicht tief genug verstanden haben. Weil wir nicht ernsthaft gecheckt haben, dass egal welche Note du bekommst, es wird niemals irgendwas hier tief drin ändern. Und deswegen will ich dich einfach dazu einladen, diese ganze Vorstellung einmal komplett zu drehen. Ja? Nicht zu sagen, wenn ich 10 Punkte, 12 Punkte, 14, 15 Punkte schreibe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mein 1,4 Abi habe, wenn ich mein 2,5 Abi habe, wenn ich mein 1,9 Abi habe, wenn ich mein 1,0 Abi habe, wenn ich mein Abi bestehe, wenn ich Medizin studieren kann, was auch immer, wenn dann bin ich glücklich. Dass ihr das umdreht und sagt, ich fange jetzt an, glücklich zu sein, und deswegen möchte ich dann auch die guten Noten schreiben. Ja? Das heißt, nicht durch Erfolg glücklich zu werden, sondern erfolgreich zu werden, weil man glücklich ist. Und wie ihr das schafft, möchte ich euch jetzt erklären. Denn die einzige Sache, versteht ihr, die wirklich schwierigen Dinge im Leben sind eigentlich simpel zu tun. Ja, es erfordert nicht viel. Nur diese eine Sache zu tun, das fällt vielen nicht leicht. Und zwar, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst von all diesen äußeren Dingen loslassen. Ihr müsst aufhören, eure Identität darauf aufzubauen, dass ihr ja so gute Noten schreibt, dass ihr ja so viel lernt, dass ihr ja so ehrgeizig seid, dass
All dieses Äußere müsst ihr für einen Moment loslassen. Ihr müsst theoretisch okay damit sein, nie wieder gute Noten zu schreiben. Und ihr müsst euch mit eurem Inneren verbinden. Das bedeutet, der Fokus, der aktuell bei bestimmt vielen von euch und auch lange bei mir immer nach außen war, der muss anfangen, sich nach innen zu richten. Das heißt, dass es euch anfängt, egal zu sein, welche Noten ihr schreibt. Nur für einen Moment, nicht dauerhaft, nur für den Moment, dass euch das mal egal ist. Dass ihr das alles loslasst. Die Anerkennung, die ihr von den Lehrern, von euren Eltern, von anderen Mitschülern für die Noten bekommt. Einfach mal loslassen und hier reinfühlen. Wirklich hier reinfühlen. Gerne auch mit der Meditation kombinieren. Wirklich. Und verbindet euch mal wieder mit euch selbst. Wirklich zu merken, wer bin ich eigentlich in mir? Natürlich ist es leicht zu sagen, boah, ich bin der krass gute Schüler, der die ganze Zeit die guten Noten schreibt. Natürlich. Aber wer bist du denn, wenn du kein Schüler bist? Wer bist du denn, wenn du keine guten Noten schreibst? Wer bist du denn, wenn niemand sagt, boah, krass, Respekt, dass du da so viel gelernt hast? Wer bist du, wenn diese ganzen Dinge wegfallen? Wenn du nur für dich selbst bist? Wenn es nichts Äußeres noch hinzugibt? Und versuch dich da reinzufühlen. Und das wird schmerzhaft sein, das wird ungewohnt sein. Aber wenn du diesen Prozess gehst, dann wirst du nach und nach immer mehr merken, dass da was viel Tieferes, eine viel tiefere Zufriedenheit und auch wahre Selbstliebe aus dir selbst herauskommt. Und auf einmal fängst du dann nämlich auch wieder an, ja, obwohl du es im ersten Moment loslässt, fängst du dann auch wieder an, gute Noten schreiben zu wollen, aber nicht, und das ist jetzt eben der schöne Twist, nicht mehr, um dann Anerkennung zu bekommen, weil du dann denkst, dass du dann glücklich bist, sondern weil du anfängst zu sagen, hey, ich mag mich selbst so gerne, ich möchte einfach für mich selbst gute Noten schreiben. Ich möchte mir mein Traumstudium ermöglichen. Ich möchte Arzt werden, damit ich dann Menschen helfen kann. Aber aus der Tiefe heraus. Und nicht mehr, weil ihr das Gefühl habt, ihr bräuchtet es von außen. Okay? In diesem Sinne, denkt dran. Ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.